Und wir kommen zurück. Wir suchen noch immer den Holzfäller und haben keine Ahnung, wo die komische Sau sich rumtreibt. Der war doch nicht so schwierig zu finden. Was war denn vor dem Holzfäller? Also hier ist er nicht. Da von hinten kommen wir, da geht's zur Brücke. Der war auf der Seite der Brücke noch. In den Zwergen in der Nähe. Ich meine, da konnten wir ja schon hin. Wir gehen mal hier, ist er, glaube ich. Hier geht es zu dem großen Portal. Hier geht es hoch in die Berge, glaube ich. Hier geht es zur Zwergenmine und hier geht es zum Holzfäller. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Na bitte. Kommen wir jetzt? Ja, hier, du dumme Sau. Wusste ich doch. Es war zu schön, um wahr zu sein. Gib mir Ritt an Holzfäller. Das ist ein... Was soll ich tun? Rede halt mit dem Kerl. Moin, Holzfäller! Oh, hallo. Erfolg gehabt. Ich habe das hier gefunden. Nun, ich habe das hier gefunden. Genial. Sicher ist es Milrit. Jetzt muss nur noch ein Axtkopf daraus gemacht werden. Und was meinst du, wie ich das machen soll? Frage doch den Schmied im Dorf. Warum kannst du das nicht machen? Ich fürchte, wir werden uns nicht mehr ansehen. Warum das? Ich habe sein Bier verschüttet. Aha. Ah ja. Ich hätte wissen müssen, dass oh das Mann, passiert. Also, Zentrum des Waldes und dann einfach nur zweimal nach rechts Wusste gehen. Wusste ich doch. Es war zu schön, um wahr zu sein. Benutzen wir wieder die Karte, gehen wir zurück zum Schmied, geben dem das Müllritterz, in der Hoffnung, dass er uns daraus einen Axtkopf macht. Schmied, hier oben lang. Dann will ich aber auch mal dieses komische Teakholz haben. Also gehe ich nämlich in die komplette Asche. Also beim Schmied zum Beispiel, der hat hier bestimmt irgendwo Asche rumliegen. Dann gib Mirrit-Erz an Schmied. Einfach mal hingelegt. Kannst du damit etwas anfangen? Ich kann vieles mit so einem Metall anfangen. Gut, ich benötige einen Axtkopf. Kein Problem. Solange ich die Reste behalten darf. Sicher. Ja, tu es. Man sieht sich. Bestimmt brauchen wir jetzt auch einen Stil dafür, wie ich dieses Spiel kenne. Aber wir gehen mal wieder zurück zum Holzfäller. Und geben denen den Axtkopf. Was wir alles für den Kerl tun. Muss ich mal durch den Kopf gehen lassen. Hat er eigentlich gar nicht verdient. Naja, aber zumindest kommen wir hier mal ein bisschen weiter. Ich habe zwar bei manchen Gegenständen wirklich noch keine Ahnung, wofür wir die verwenden können. Aber wir werden es herausfinden. So, jetzt. Die ganze Zunft wird sich über mich totlachen. Axtkopf, den Holzfäller. Das glaube ich nicht. Doch. Ja, er hat einen Stiel. Gut. Schön. Die Glücksfee muss mir heute gut gesinnt sein. Ich probiere es sofort aus. Passt auf, Bäume. Hier komme ich. Hinterher. Ja, los, gib uns Teakholz oder irgend so ein Quatsch. Ich weiß ja nicht, warum hier Teakholz wachsen sollte in dieser, naja, gemäßigten Zone. Wo ist der hin? Ich muss ja nicken. Wo ist der Kerl? Jetzt müssen wir den Kerl wiederfinden. Das kann ja auch wieder werden. Wo ist der denn jetzt hin? Sch-
Schon wieder letzte George Holzfäller. Nein. Jetzt können wir den ganzen Wald wieder nach dem Kerl abgrasen. Wo ist er? Hallo. Ich hätte auch in der Stadt wohnen können. Hier ist die blöde Eule. Ich will keine blöde Eule, ich will den blöden Holzfäller. Er ist mindestens genauso beknackt wie die Eule. Ich habe das Gefühl, ich fluche hier ziemlich viel rum, das ist mir aber auch Wurst egal. Hallo, Holzfäller. Ey, wo ist denn der? Ich weiß auch nicht, wo der hingehen könnte. Hier ist die Stadt wieder, hier ist er nicht. Zu welchem gottverdammten Baum könnte der denn gerannt sein? Hier bei dem ist er nicht. Jetzt müssen wir den Kerl wieder suchen. Den haben wir doch schon mal gesucht. Geht doch gar nicht. Wo ist der jetzt hin? Mann, Holzfäller, zeig dich. Hier ist die Hexenhütte wieder. Die kann er auch abreißen, die ist auch aus Holz. Und die Schabracke da drin geht uns sowieso auf die Nerven. Na gut, willkommen zu einer weiteren Folge Let's Search Holzfäller. Wir sind wieder mal und immer noch auf der Suche nach diesem bekloppten Axtschwinger, der erst nichts auf die Reihe bekam und jetzt verschwunden ist. Dieses Let's Search wird ungefähr 5783 Folgen beinhalten. Dass es noch sein kann, dass er in die Höhle gegangen ist, weil in der Höhle stand ein Baum, das fand ich sowieso komisch. Ich kann auch mal den Baum der Eule umklopfen können. Ich geh mal hier hoch. Wo ist der? Der kann nicht so weit gerannt sein. Hier ist er auch nicht. Wo ist denn dieser Scheißkerl hin? Nein, dem auch. Oh Mann, was ist denn das für ein Müll? Jetzt müssen wir diesen Knallkopf wieder suchen. Ich habe doch keine Ahnung, wo der hingeht. Hey, woher soll ich wissen, wo sich dieser Scheißkerl hin verdrückt hat? Oh. Mensch! Was soll denn das? Hier ist er auch nicht. Da kann ich ja sonst wo stecken. Sonst wo, hört er mich? Sonst wo? Da kann im Bagdad, Buxude und Tralala sein Scheiß komischen Handwerk nachgehen. Nein, gut, nichts gegen das Holzfällerhandwerk, tut mir leid. Aber man muss doch zugeben, dass dieser Vertreter dieser Zunft auch so ordentlich beknackt ist. Hier sind auch schöne Bäume. Wo ist der denn? Ich geh gleich in die Asche. Ah, warte mal. Mir ist gerade mal wieder eingefallen, dass diese Logik dieses Computerspiels ja eine Adventure-Logik ist. Das heißt, der Holzfäller ist einfach mal schon verschwunden irgendwohin mit seiner beknackten Axt und hat sein kleines Häuschen unbewacht zurückgelassen.
das soll ihm zum Nachteil gereichen. Wir werden seine Bude ausräumen, bis nichts mehr drin ist, kein gar nichts mehr. Hinein mit dir. Jawohl. Ja. Gut, ein Steigeisen. Ach, ist das schön. Nimm alles mit. Räume seine Bude aus. Gut, mit dem Steigeisen wissen wir schon, was anzufangen. Jetzt müsste ich nur noch ein bisschen Teakholz finden. Ach, jetzt finde ich das wieder nicht. Hat wirklich nur Steigeisen in der Hütte gehabt? Ich suche mal alles systematisch ab. War hier irgendwas? Nee, ne? Gut, der Kerl hat Haken. Benutze Eimer, das wäre so Blödsinn mit Haken. Das geht doch so nicht. Aber falls wir was irgendwie warm machen müssen, haben wir hier zumindest einen Haken über ein Feuer. Na gut, aber wir benutzen die Karte und gehen jetzt das letzte Steigeisen platzieren. Der Drachenhöhle mal in die Richtung. Und gehen dann mal weiter. Also wenn wir die Karte ziemlich weit erkundet haben. Hier, ich würde hier gerne irgendwo durch die Dachluke zum Drachen einsteigen, aber das macht er nicht. Weil wir haben das Seil ja noch. Was war das? Ich war irgendeine Ecke. Hier war... Gefrorene Ecke? Was soll das heißen? Es sieht stabil aus. Aha. Der kann einfach drüber hüpfen. Was zur Hölle ist denn das hier für eine crazy Gegend? Das wird ja immer schöner hier. Hier war der Holzfäller. Schau dir mal den Baum an, was ist denn das? Der macht mir zwar ein bisschen Angst, der Baum, aber egal. Wo starrst du hin, Junge? Du kannst sprechen? Gib dem Jungen eine Zigarre. Wie kommt ein Baum zu einem Sprechorgan? Das ist doch auch mal interessant. Wie kommt ein Baum zu Sprechorganen? Magie. Gut. Kennst du irgendwelche Magie? Wir sind sehr an Magie interessiert in unserer Funktion als Zauberer, ne? Kennst du irgendwelche Magie? Nun, ich habe vereinzelte Wörter aufgenommen. Ich kann mich nicht erinnern, wofür sie stehen. Ja, schieß los, erzähl sie mir. Schieß los! Erzähl sie mir! Das wird teuer, fürchte ich. Scheinbar muss ich immer nur Botengänge erledigen. Jeder hat so seine Qualitäten. Was willst denn du? Schau dir diesen rosa Fleck an. Oh ja? Er ist gemalt. Oh ja? Es bedeutet, dass mich dieser Schuft von Holzfäller heute noch fällen wird. Hat sich der Baum gerade... Ja, wo gekratzt? Na egal. Das ist ja, furchtbar. Das ist ja furchtbar! Wenn du die Farbe abbekommst, dann verrate ich dir ein paar magische Wörter. Okay, das klingt fair. Vielleicht bekommst du beim Händler in der Stadt etwas Terpentin. Okay. Beeil dich aber. Ich bin schon unterwegs.
Achso, der Steigeisen hier immer noch, da gehen wir aber später hin. Aber da wir einen Baum in Nöten haben, werden wir doch in die Stadt reisen und dort beim Händler versuchen, etwas Terpentin zu kriegen. Ich weiß zwar nicht, ob der uns das geben wird, weil wir kein Geld haben, aber das kommt alles dann in der nächsten Folge. Und bis dahin erstmal tschüssi.